Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf unserem Kanal. Wir spielen The Town of Light. Das Spiel ist wieder gesponsert worden vom Thomas. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe euch auch wieder den Klappentext mitgebracht von Steam. Da steht 12. März 1938. René, 16 Jahre alt, wird aus ihrem Leben gerissen. Ihre einzige Schuld, sie weiß nicht, welcher Platz genau ihr im Leben zukommt. Genau, ist ein Indie-Titel von LKA. Ich habe schon ein bisschen gelesen gehabt auf Steam, was so die Leute dazu sagen. Also scheint mehr eine interaktive Geschichte zu sein, also eher in Richtung Walking-Simulator anstatt eines Spiels. Ja, im Großen und Ganzen geht es um Geisteskranke, und die halt in Anstalten leben oder behandelt werden. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden, um was es da geht. Aber es geht letztendlich um Geisteskranke. Genau, das ist so der Fokus des Spiels. Gut, ich würde sagen, wir springen gleich mal rein und gucken mal, was uns da erwartet. The Town of Light beruht auf einer wahren Begebenheit und einer weitreichenden Dokumentation über Geisteskranke und ihr Leben in Nervenheilanstalten. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Schließung dieser Anstalten. Der Inhalt des Spiels könnte jugendbeeinträchtigend sein. Daher ist es ausschließlich für Erwachsene geeignet. Alle handelnden Personen und ihre Namen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig. In diesem Spiel sind die der Vergangenheit angehörigen psychiatrischen Einrichtungen Italiens zum Zweck der Dramatisierung künstlerisch frei dargestellt. Wir weisen darauf hin, dass die heutigen psychiatrischen Einrichtungen diesem Bild auf keinerlei Weise entsprechen. Wer glaubt, an einer psychischen Beeinträchtigung zu leiden, der sollte bedenkenlos um fachärztliche Hilfe bitten. Okay, ja, also wer Probleme mit dieser Thematik hat oder eben noch recht jung ist, sollte jetzt abschalten und sich dann wohl diese Geschichte nicht antun. Ich guck mal, wie wir da durchkommen. Mal schauen. Volterra, 1942. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Die Realität wird immer dünner und ich habe keine Haut. Hoch, da war ich zu langsam. Beruhend auf einer wahren Begebenheit. Volterra, Toskana, 2016. Okay. Soll ich mich jetzt bewegen? Ich will mich nicht bewegen. Darf ich mich bewegen? Na gut. Oh, können wir in beide Richtungen laufen? Ich würde jetzt spontan in die da laufen wollen. Wir schauen mal. Okay, öffnen, schließen, benutzen. Gut. Ah. Na, da guckt mal einer an. Da kommen wir sogar raus, aber ich würde hier eigentlich noch gar nicht weg wollen. Ich will noch ein bisschen umgucken. Das kann ich benutzen. Taschenlampe. Okay, also man kann anscheinend recht viel benutzen und anfassen und so, also Schränke öffnen schon mal, das finde ich gut.
Da ist ein Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob ich den öffnen sollte. Ah, hier, guck mal, ein Radio. Bewegen, drehen, zoomen. Alles klar. Okay. Ist ja anscheinend erstmal, um das Ganze überhaupt, ganze Steuerung zu verstehen. Den können wir anscheinend auch aufmachen. Okay, Julia K. Voll der Trauer, doch gestützt durch den Glauben, überbringen Mutter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha die traurige Nachricht. Die Trauerfeier findet am Sonntag, 16. April um 15.30 Uhr in La Romola statt. Beginnend am Haus der Verstorbenen, 13. April 1944. Brutaler Mord in San Casciano, 14. April 1944. Julia K., eine junge Frau aus gutem Hause, wurde nahe ihres Zuhauses brutal ermordet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine politische Motivation wird nicht ausgeschlossen. Unglaublicher Sieg der Luftabwehr. Die kontinentale deutsche Luftabwehr hat in 24 Stunden 159 Flugzeuge abgeschossen. Umfangreiche russische Truppenbewegungen nordwestlich von Jassy, feindlicher Konvoi zerschlagen. Zwei Zerstörer und sechs Handelsschiffe versenkt. Okay, da geht es anscheinend tatsächlich um diesen Krieg. Erste Verbesserung der Nahrungsration. Am 20. April werden die Brotrationen um 50 Gramm pro Tag erhöht. Ein zusätzliches Kilogramm Suppenprodukte pro Monat. Reform der Behandlung von Landarbeitern und außerplanmäßige Ausgabe von Marmelade. Na, wie toll. Ah, lecker. Mhm, toll, ja. Das will man nicht essen. Gut. Ich glaube, hier drinnen haben wir alles gesehen. Dann gehen wir mal wieder raus. Wir schließen natürlich die Tür hinter uns. Und dann schauen wir mal hier. Das ist ein Baseballplatz oder sowas, ne? Oder ein Fußballplatz oder was auch immer. Hier ist auf jeden Fall ein Spielplatz. Ich kann schaukeln. Yay. Die quietscht sogar. Okay. Kann ich die auch wieder verlassen, bitte? Okay. Da kann man sich auch hinsetzen. Können wir wippen? Okay. Ja, okay. Da muss ich jetzt aber nicht drin rumbuddeln. Oh, oh, da wird einem ja schlecht. Nein, ich will hier wieder runter. Stopp das Ding. Da wird es einem ja echt schwindelig von. Okay. So, Spielplatz. Genug gespielt. Jetzt schauen wir mal. Mal gucken, kann ich irgendwie rennen oder so? Oh, okay. Oh. Nee, das brauchen wir momentan nicht. Nee, anscheinend kann ich nicht rennen. Das ist sehr schade. Kann ich da was anzünden? Nein. Lesen? Auch nicht. Oh. Das ist ein Gewächshaus, was irgendwie nicht so toll aussieht. Okay. Also, ich gehe mal davon aus, hier kommen wir nicht durch. Das wird schon seinen Grund haben, warum das so zu ist. Und wir müssen auch an der anderen Seite weiter. Schön wäre es, wenn man sich schneller bewegen könnte. Kann man aber anscheinend nicht. Das ist schade. Na gut. So, dann gehen wir hier lang.
hier können wir durch. Aber ich glaube, wir sollten erstmal das große Haus da angucken, oder? Schauen wir mal. Die Zeit. Die Erinnerung. So, ich will mal eben kurz was gucken. Mal einmal kurz in die Optionen rein. Ich finde, die Musik ist so laut. Wo kann ich denn das ändern? Nee, da wollte ich gar nichts ändern. Also Lautstärke, das ist ja okay, wenn es so laut ist, aber ich finde die Stimme sehr leise und das andere sehr laut. Aber ich scheine nichts verändern zu können hier. Na gut, okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal weiter. Schauen uns hier um. Hier ist alles zugewuchert. Okay, warum hat jetzt der Controller vibriert? Ich finde das hier drinne gruselig genug, ohne dass hier irgendwas vibriert. Okay, das ist also unsere Karte. Legende, Aufnahme, Warteraum, Treppe, Konferenz. Okay. Okay, du bist hier. Im Raum 2, im Warteraum. Okay. Gut. Es gibt keinen Strom. Der Hauptschalter befindet sich neben der Abteilung für ruhige Patienten. Ruhige 7. Da. Also muss ich oben links lang. Alles klar. Nationale faschistische Vereinigung zum Kampf gegen Tuberkulose. Ein zivilisierter Mensch spuckt nicht auf dem Boden und flucht nicht. Zentralkomitee gegen Blasphemie unter dem Vorsitz seiner Majestät des Königs. Okay, alles klar. Gut, ich denke, hier in dem Raum haben wir alles gesehen. Gehen wir hier drüben mal rein. Das hier war ja die Aufnahme, ne? Ja. Okay. Okay. Da ist der Dingsen. Münze. Ich denke immer, wenn ich was mitnehmen muss, dann werde ich das schon aufheben, ne? Hoffe ich zumindest. Was ist das da? N. Allgemeines Protokoll oder was weiß ich, keine Ahnung, 10.327, Nervenheilanstalt. Moment. Verwaltungsakte von Amara. Aufgenommen am 15. Juni 1937, entlassen am, verlegt am, gestorben am 8. November 42. Okay. Aha. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Oh, was ist das? Dokument über Patientenentlassung, Wiederaufnahme. Vor- und Nachname Francesca Agostini. Vaterschaft Arduino. Mutterschaft Martelli Gina. Geburtsort Velletri, Provinz Rom. Am 13. Oktober 1895. Wohnort Velletri, Provinz Rom.
Familienstand verwitwet, aufgenommen am 30. Mai 1916, Diagnose, Frühform von Demenz, überwiesen von Nervenheilanstalt Rom, Verlegung in die Beobachtungsstation der Anstalt wahrscheinlich. Entlassungstag, Monat, Jahr, Entlassungsformular. Aha, okay. Ja. Hallo. Hat er nicht gerade was geklopft gehabt? Naja. Okay, 1 von 8 zur Zusammenfassung hinzugefügt. Dann schauen wir mal. Erlebnisse. Dieser Ort, die Zeit, die Erinnerung. Was ist passiert? Kann ich aufstehen? Ich schaffe es nicht, die Augen aufzuhalten. Dieser Ort, diese Zeit, die Erinnerung. Okay. Das Tagebuch. Ausstimme, Einstimme, okay. Ich weiß nur nicht, wie ich das benutzen soll. Ah, jetzt bewegen, drehen, weiterblättern. Da steht noch nichts drin. Okay. Erinnerung, keine Erinnerung, medizinisches Archiv, bisher keine Dokumente. Okay, alles klar. Da hat aber trotzdem irgendwas geklopft gehabt. Strom, das hatten wir ja schon. Gucken wir hier noch mal rein. Immer noch kein Strom, ne? Ah, okay. Das Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Ja, ich hoffe, der laufen wir nicht über den Weg. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, werde ich mit der Puppe klarkommen müssen. Da ist zu. Okay. Ui. Jetzt geht das Zeug wieder. Also ich meine, wir haben jetzt Licht. Dass wir da rein können, war ja klar. Abteilung 2, ruhige Patienten. Da kommen wir nicht durch. Zumindest noch nicht. Aha. Ja, okay, sehr interessant, aber da kann ich leider nichts mit anfangen. Noch nicht. Vielleicht wird uns das ja noch erklärt, was das hier alles auf sich hat. Oh. Ja, ich bin jetzt da. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Jetzt gerade. Wir können also nach oben. Da geht's nicht durch. Nicht quietschen.
Quietschende Türen sind nicht gut. Okay. Ja, da waren wir ja schon. In dem Raum. Was ist das hier? Ein Bad? Ja. Ja, okay. Abteilung 1, Beobachtungsstation. Auch zu. Versuchen wir es in einem der Untersuchungsräume im ersten Stock. An der Wand hängen Schilder mit dem Namen der Bereiche der Nervenheilanstalt. Okay. Nein, 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 sie friert, ist allein. Suchen wir sie. Wen suchen? Deine Puppe? Nein, die suchen wir nicht. Na gut. Ich wusste ja, dass das kommt. Ach, das werde ich schon hinbekommen. Okay, so. Hier gucken wir uns dann aber erst im nächsten Part um. Also, bis denn. Ciao, ciao.